Dein Geld, deine Verantwortung mit Sven. Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und ich bin heute hier wieder mit einem Gast am Start. Und zwar ist Werner wieder mit dabei. Hallo Werner, wie geht es dir? Hallo Sven, ja, mir geht's immer gut. Sehr schön, so sollte es ja sein. Heute ein sehr, sehr spannendes Thema, nachdem wir das letzte Mal ja so eine kleine Einführung hatten zum Thema Edelmetalle und dann auch ein bisschen genauer auf die Minenaktien eingegangen sind. Heute etwas, was, glaube ich, auch viele Menschen ja interessieren dürfte und womit man ja mehr oder weniger, ohne zusätzlich Geld zu investieren, seine Edelmetallbestände vergrößern kann. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Gold-Silber-Ratio und die verschiedenen Möglichkeiten, die man bei diesem gesamten Thema eben auch hat. Magst du uns einmal erklären, was denn eigentlich das Gold-Silber-Ratio ist? Ja, also das Gold-Silber-Ratio ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es gibt an, wie viel Silber man braucht oder wie viel Unzen Silber man braucht, für eine Unze Gold zu erhalten. Und das ist eine einfache Rechenaufgabe. Man nimmt den Goldpreis und teilt ihn durch den Silberpreis und da kommt eine Zahl raus. Im Moment ist der Goldpreis bei 1.800 Dollar, der Silberpreis um die 27 und da hat man ein Ratio von 66. Das ist also, und die Währung, die spielt da keine Rolle, ob das jetzt ein Dollar oder Euro ist, weil ja Gold weltweit überall zu einem bestimmten Zeitpunkt immer dasselbe kostet. Und ist also zuerst mal das Ratio gibt an, wie viel Silberunzen man braucht, um eine Unze Gold zu halten. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was hilft uns diese Kennzahl und wie kann man mit dieser Kennzahl spielen und wie kann man das für sich selbst dann auch nutzen? Also dieses Ratio, das schwankt permanent. Mhm. Das geht mal hoch, geht mal runter. Und das ist nicht abhängig davon, ob die Gold- oder die Edelmetallpreise steigen. Auch wenn sie fallen, ändert sich das. Und man kann an dem Ratio erkennen, ob es sinnvoller ist, jetzt zum Beispiel in Silber zu investieren, weil es unterbewertet ist gegenüber von Gold, oder ob es mehr Sinn macht, halt in Gold zu investieren. Im Tief lag das immer so bei 15 und im Hoch Anfang dieses Jahres so bei 121. Und Voraussetzung, dass man das nutzen kann, dieser Mechanismus nutzen kann, ist, dass man halt physisch Edelmetalle hält. Mhm. Und wenn ich jetzt Edelmetalle sage, dann heißt das keine Exoten oder numismatische Münzen, sondern Bullionmünzen. Bei Gold wäre das ein Maple Leaf, ein Känguru, ein Krügerrand. Und beim Silber wäre es auch Maple Leaf, Känguru, Wiener Philharmonika, Krügerrand oder auch Münzbarren. Die Stückelung sollte nicht so klein sein, weil je kleiner die Stückelung ist, also wenn ich mit einem Zehntel unsere Wiener Philharmoniker das machen will, das wird wohl nicht funktionieren. Am besten ist ab einer halben Unze, besser ist ab einer Unze Gold. Und beim Silber ist es halt eine Unze in den Bullionmünzen und wenn ich den Münzbarren nehme, ein Kilo. Das ist gängigsten und der Ankaufswert ist höher beim Edelmetallhändler. Ja, und dann greift man wahrscheinlich dann, so wie du es gesagt hast, eher auf diese ganz klassischen Münzen zurück und nimmt da keine Exoten, weil dann gibt es ja auch über Aufschläge, Abschläge und so weiter, ne? Ja, also wo der Premium hoch ist, also keine seltenen Münzen oder sowas, das macht man nicht. Man nimmt einfach die normalen Münzen, die am nächsten am Spotpreis sind. Ja, um dann das auch perfekt auszunutzen, eben dieses Gold-Silber-Ratio und da nicht so viele Abschläge zu haben. Spannend ist natürlich auch die praktische Umsetzung. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Man muss halt sich ansehen, wie das Ratio im Moment ist. Das heißt, das sich ausrechnen. Und man muss dann gucken, wie war das historisch. Und dann erkennt man ja, okay,
Wir haben jetzt ein Ratio von 65 bis 70, das ist ein relativ hoher Wert. Das heißt, 70 Unzen Silber brauche ich oder 65 Unzen Silber für eine Unze Gold. Dann ist es sinnvoller, man kauft Silber. Wenn jetzt das Ratio tief wäre, sagen wir 30, dann wäre es sinnvoller, man kauft Gold. Mhm. Wenn man das Ratio erkannt hat oder wir wissen jetzt, wir haben 65, dann ist mit hoher Sicherheit zu erwarten, dass dieses Ratio in der nahen Zukunft sich weiter nach unten bewegt. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann vielleicht in einem oder vielleicht in zwei Jahren ein Ratio von 35 zu 1 sehen. Das heißt, 35 Unzen Silber sind dann genauso viel wert wie eine Unze Gold. Also ich halte beides, immer beide Assetklassen. Aber wenn ich jetzt noch nichts hätte, würde ich im Moment eher Silber kaufen, wie Gold. Das ist meine Meinung. Ja, das ist natürlich. Und bei der Umsetzung muss man immer bedenken, dass ich das ja irgendwann tausche. Wenn das Ratio kippt in die andere Richtung, dann tausche ich noch. Das heißt, ich verkaufe meine Bestände an den Edelmetallhändler und kaufe im selben Moment, vielleicht beim selben Händler oder über auch eine längere Zeit, kaufe ich oder mache das peu à peu, kaufe ich das andere Metall. Und man muss dabei bedenken, dass der Edelmetallhändler ein Spread hat, eine Marge hat und er will halt auch dran verdienen. Deshalb sollte man schon warten, bis das Ratio ein gutes Stück gefallen ist. Und dann kann man von diesem Prozess, von diesem Zyklus, kann man profitieren. Und wie häufig ist so ein Zyklus? So ein Zyklus dauert zwischen 2 und 7 Jahren. Wir haben auch schon längere gehabt, aber so 2 bis 7 Jahre. Der Vorteil ist, weil es 2 Jahre sind, wenn man dann verkauft, ist, wenn ein Gewinn ist, ist alles steuerfrei. Und wenn man das richtig clever macht und macht das über einen längeren Zeitraum, dann kann man schon aus 10 Unzen, ohne dass man weiter investiert, so 30, 35 Jahre 50 Unzen Gold machen. Also seine physischen Bestände verfünffachen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also das ist, ich finde es super interessant und ich glaube, man sollte sich, also ich selbst habe ja auch Edelmetalle noch stärker auch damit auseinandersetzen, für mich persönlich davon auch ja wahrscheinlich das versuchen eher zu nutzen, was natürlich trotzdem passieren kann bei dem aktuellen Ratio, dass es ja trotzdem auch nochmal nach oben gehen kann, ne? Wir können ja trotzdem auf einmal wieder bei einer 80 stehen und es kann ja trotzdem innerhalb der nächsten 2 Jahre dann vielleicht auf eine 35, auf eine 40 oder sowas runtergehen, das Ratio. Das ist ja wie bei Aktien auch, ja. Das ist eben schwankend, ja. Hast du von deiner... Sorry. Na, frag nur. Gibt vieles zu fragen, Werner. Genau, hast du vielleicht noch so ein kleines Fazit zum Schluss zu diesem gesamten Thema Gold-Silber-Ratio? Ja, ich habe das ja in unserem letzten Video, habe ich das ja unten drunter die Kommentare gelesen, da haben ja viele gesagt, oh, da kaufe ich mir lieber eine Coca-Cola oder kriege ich eine Dividende oder erziele Gewinne aus Kurssteigerungen. Aber wenn man physisch Edelmetalle hält, da kann man richtig Profit machen. Und dann, was ein großer Vorteil ist, bei Aktien machst du ja nur einen Gewinn, entweder durch die Dividende oder wenn die Aktie steigt. Du bist abhängig von der Marktlage. Diese Sache, die funktioniert genauso gut bei steigendem Goldpreis oder Silberpreis wie bei fallendem. Das heißt, es passiert permanent, egal ob es steigt oder fällt. Und in meinen Augen ist das halt eine andere Art von Zins. Wenn man das clever ausnutzt, kann man damit richtiges Vermögen aufbauen. Vielleicht kommen wir nachher noch zu einer Berechnung, da werden die Leute das sehen. Ein anderer Punkt ist auch, wenn man dieses Ratio sich ansieht, dann weiß ich, wo stehe ich im Markt oder wo steht das Silber oder wo steht das Gold im Markt? Oder wie
sind die im Gleichgewicht. Wenn ich sehe, es ist eine hohe oder eine extrem tiefe Zahl und ich weiß, ich will investieren, dann weiß ich, aha, das Ratio ist jetzt 90, das ist hoch, dann kaufe ich mir lieber Silber, oder das Ratio ist 30, dann kaufe ich mir lieber Gold. Und über das lange Ende, diese Zyklen, wenn man das mal sieht über Jahrzehnte, über das lange Ende macht man dann immer einen besseren Schnitt. Vor allen Dingen, wenn man einsteigt in Edelmetalle, ist das ein guter Indikator, in welche Klasse oder welcher Assetklasse man dann reingeht. Ich denke, da ist ja auch wichtig dann zu verstehen für sich, es ist eben nicht so wie bei einer Aktie, dass man die, zum Beispiel eine Coca-Cola, die man sich dann hinlegt und die einfach liegen lässt und sagt, ach toll, ich kriege da eine Dividende, sondern ich muss dann hier, muss man ja ganz klar sagen, um da auch wirklich von zu profitieren, kann ich jetzt nicht einfach Silber kaufen und das liegen lassen, sondern ich muss dann wirklich, also ne, man kann natürlich immer noch von einem steigenden Silberpreis spekulieren, wie auch immer, aber ich muss immer dieses Ratio im Auge betrachten oder im Auge haben und dann eben entscheiden, okay, jetzt bin ich vielleicht bei einer 40 oder so, jetzt entscheide ich eben umzuschiften und wenn ich dann wieder bei einer 80 oder bei einer 90 bin, kann ich dann wieder vice versa die Entscheidung treffen und so eben sukzessive die Edelmetallbestände ohne nochmal zusätzlich Geld investieren zu müssen, eben vergrößern. Und das ist da die Möglichkeit, um wirklich ein Vermögen in dem Bereich dann auch aufzubauen oder das Vermögen dann zu vermehren. Wow. Was natürlich auch spannend ist, hast du ja ein Beispiel mitgebracht, und zwar, was wäre aus 10.000 Euro geworden, wenn man eben 1991 diese 10.000 Euro investiert hätte und sich das ganze Thema heute anschauen würde. Möchtest du da ein paar Worte zu verlieren? Noch blende ich gerne dann auch nochmal ein, dass die Zuschauer das dann auch nochmal nachvollziehen können. Ja, genau. Ich habe dann einfach mal die letzten 30 Jahre geholt. Das hat nichts damit zu tun, dass es dort besonders gut gelaufen ist. Hätte man noch von 1970 geholt, dann wäre das Ergebnis noch viel extremer. Und zwar 1991 hatten wir ein Ratio von 100 zu 1. Jetzt wissen wir, wenn das Ratio hoch ist, dann ist das Silber zu bevorzugen. Jetzt entscheide ich mich mit 10.000 Dollar in Edelmetalle anlegen. Okay, 100 zu 1 kaufe ich mir Silber. Der Silberpreis war damals 5 Dollar. So, da kriege ich 2.000 Unzen Silber. 7 Jahre später hat das Ratio ist gefallen auf 40 zu 1. Mhm. Das Silber hatte noch denselben Wert. Es war immer noch 5 Dollar wert, nur der Goldpreis ist gefallen. Von 330 auf 273. Wenn ich dann sehe, bei 40 zu 1, dann verkaufe ich mein Silber und kaufe im selben Moment Gold. Und dann hätte ich für mein Silber 36,5 Unzen Gold bekommen. Dann nochmal 6 Jahre später war das Ratio nochmal auf 80 zu 1. Der Preis von Silber ist sogar gefallen und der Preis von Gold ist gestiegen. Tausche ich nochmal mein Gold um in Silber, habe ich 3.700. Und so geht das immer weiter. Und am Schluss, nach 30 Jahren, hätte ich entweder 255 Unzen Silber oder 16.000 Unzen Gold. Das bist du und ich, wir sind ja kein Experte. Wir treffen das ja eh nie, der beste Moment. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir hätten 2021 und theoretisch einen Wert können aufbauen aus 10.000 Dollar, 462.000 Dollar, theoretisch. Ja, Wahnsinn. Schaffen wir. Hm. Ich sag mal, wir sind richtig schlecht und wir machen nur 40%, was wirklich schlecht wäre. Trotzdem hätten wir dann 185.000 Dollar. Und das ist schon enorm. Und was wäre passiert, wenn ich einfach die Münzen von 1991 liegen gelassen hätte, dann hätte ich heute 56.000 Dollar. Also weniger wie ein Drittel. Mhm. Das heißt, wenn man das aktiv, das verfolgt, sein Investment verfolgt, was man bei Aktien macht, sollte man bei den Edelmetallen ja auch machen, kann man durch geschicktes Umschichten, kann man da Gewinne machen. Und die Marge bei den Händlern, sagen wir mal, bei jeder Transaktion, die kann man mit 5% oder sagen wir noch 7% für einen kompletten Zyklus, das kann man außen vor lassen. Das einzige Problem ist, manchmal ist es Silber knapp. Und wenn man merkt, dass man in so eine extreme Phase reinläuft,
sollte man vorher abdechen und sollte vorher schon, sollte nicht warten, bis es auf 110 oder 120 ist, sondern vielleicht schon vorher bei 100 umtauschen. Es ist legal, es ist vor allen Dingen steuerfrei und es funktioniert ewig schon. Also das Ratio wurde schon festgelegt im Römischen Reich. Da war es mal 10, dann wurde es geändert auf 12, dann auf 15. Das ist seit Jahrtausenden. Das Verhältnis von Gold und Silber, weil das damals Währung war, das ist schon seit ewigen Zeiten. Was ist noch wichtig? Das Ratio, das ist nicht wie eine Wall Street-Bet-Aktie, wo hochschießt und dann mal runterschießt. Das geht über Monate, baut sich das auf, manchmal über Jahre. Das heißt, da braucht man gar nicht jeden Tag zu gucken, wie ist mein Ratio. Wenn ich das einmal die Woche oder einmal im Monat mache, reicht das. Und es bewegt sich langsam und man hat auch genügend Zeit, monatelang Zeit, langsam umzuschichten. Dass man auch, wenn man Tafelgeschäfte macht, dass man immer in dem Limit ist, beziehungsweise wenn bestimmte Münzen jetzt nicht so gut bewertet sind oder der Preis nicht so gut ist und ich habe jetzt halt nur Kängurus und der Preis ist halt niedriger wie von Maple Leaf, dann warte ich halt 3 Wochen oder 4 Wochen und dann ändert sich das nochmal. Ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt, den die meisten Leute, die Edelmetalle halten, nicht kennen. Und eine Möglichkeit, sich ein Vermögen aufzubauen, ohne weiteres Geld zu investieren. Ja, ich glaube, das ist auch echt der richtig spannende Aspekt bei der gesamten Sache und was mich auch sehr getriggert hat. Ich habe mich ja in der Vergangenheit auch mit Edelmetallen so für mich beschäftigt, mit einem kleinen Teil. Und es war mir persönlich auch nie so sehr bewusst und habe mich nie so sehr aktiv mit beschäftigt, bis du mir ja in der Vergangenheit auch mal eine Mail geschickt hattest und gesagt hast, hey Sven, guck dir das doch mal an, ja, und verfolge das seitdem auch etwas enger und werde da auch versuchen, zukünftig eben davon zu partizipieren. Und wie du gesagt hast, wie bei Aktien, du wirst nicht immer das High und das Low treffen, das ist einfach so, aber muss man ja auch nicht, und da bin ich ja auch bei den Aktien so, das musst du ja auch nicht, und ich finde das echt eine schöne Möglichkeit, um da eben aus etwas, du brauchst natürlich einmal dieses Initialinvest, ja, das ist ganz klar, und man kann ja dann auch immer für sich entscheiden, wenn der eine Zyklus gerade zu Ende ist, und dann zu sagen, hey, ja super, ich tausche jetzt, lege aber dann nochmal einen Betrag X zusätzlich noch dazu, um dann beim nächsten Zyklus nochmal überproportional davon zu profitieren, kann man ja jederzeit auch machen, ne? Ja. Was auch wichtig ist, ist wie bei allen Anlagenklassen, auch wie bei den Aktien. Du musst einmal anfangen, das ist das Allerwichtigste. Genau. Und das Zweite ist, es ist der langfristige Gedanke. Nicht das Zocken, das ist der langfristige Gedanke, dass man von sein Investment überzeugt ist und sagt, ich will das für Jahrzehnte. Und wer so denkt und so handelt, der baut im Endeffekt ein Vermögen auf. Das ist egal, ob bei Aktien oder Edelmetallen. Wer nur auf den schnellen Euro aus ist, der wird meistens Schiffbruch erleiden. Das ist sehr, sehr weise Worte am Ende dieses Videos. Das war das Wort vom Sonntag. Ja, exakt, genau so. Ja, super. Werner, perfekt, brauche ich auch gar nichts mehr zu ergänzen. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und dass du den Zuschauern auch hier das Gold-Silber-Ratio nochmal näher gebracht hast. Freut mich persönlich sehr, dass du wieder mit dabei warst, mit am Start warst. Ich bin mir auch sicher, Zuschauer gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt mit Sicherheit noch viele weitere Themen, wo Werner auch eine Expertise hat. Ich denke, wir finden bestimmt da auch noch mal einen Termin, um vielleicht sogar mal in dein Aktiendepot oder sonstiges so ein Stückchen reinzugucken oder du uns da ein bisschen in deine Welt mitnimmst. Vielen lieben Dank. Würde uns beide sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, natürlich. Genau, abonnieren, Daumen nach oben und
auch gerne kommentieren. Werner war beim letzten Video auch sehr, sehr fleißig mit dabei. Ich versuche ja auch wie immer, all eure Kommentare zu beantworten. Deswegen bei Fragen und Anmerkungen gerne unter das Video. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zusehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.